So, und damit ein herzliches Willkommen zu Uncharted 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind immer noch im Museum und sneaken uns hier so nach und nach in Richtung dieser Öllampe, die wir ja klauen müssen. Und da sind zumindest mal... Ah, da sind mehr, also vier. Wenn ich es richtig sehe. Ich angle mich mal gerade den einen hier. Ja, das wird schwierig werden. Die gucken, glaube ich, in meine Richtung. Die zwei dann nicht. Entschuldigung. Machst du den links weiter, oder? Machen wir mal so. Verdammt! Das war zu... Ja. Ich war zu blöd. Mal. Schlaf gut. Mist. Schlaf gut. Du wolltest eh pennen. Scheiße. Ich kann alarmieren. Glück gehabt. Jetzt müssen wir nur noch zu dem Fenster rauf. Welches Fenster? Das sind verdammt viele Fenster. Schreiben wir jetzt noch weiter rum. Du gehst mal pennen. Krieg ich die zwei da hinten auch noch? So einfach für das Komplette. Moment, ich probier's mal. So, du auch. Und damit wir es komplett haben, machen wir es mit denen auch noch direkt mit. So. Und jetzt müssten wir eigentlich erstmal zumindest hier Ruhe haben. Wer dafür weiß, wofür es ja letztendlich gut ist, ob man die doch so gar nicht mal so schlechte Idee ist. Kriege ich da, komme ich jetzt ohne Probleme hoch? Moment. Ja.
scheinbar dadurch. Ewig viele Wärter werden sie ja nicht haben. Nochmal 4. Wobei mir die 2 da oben mehr Sorgen machen. Was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder zu unseren Gunsten. Oh, klasse. Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also vollkommen ungefährlich. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Oh, gute Idee. Gut. Okay, nur ein kleiner Tipp. Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht dran. Kriegst du das hin? Wir versuchen's. Warte mal, muss Nate jetzt alle 4 nachholen? Ganz ruhig. Wenn man mal weggehen würde, dann könnte ich da... Ja, okay, das ist nicht das Problem. Ja, du rennst auch einfach durch. Gut, schalten wir die Typen aus. Zu dem Weg rauf. Gut, die... Perfekt. So, ich dachte, wir wollen jetzt noch irgendwie was machen. Das könnte gehen. Dafür, dass es Räder hat, ist es ziemlich schwer. So. Ja, das wird gehen. Jetzt brauchen wir bloß ein Pferd. Ach, was? Kommen wir aufs Dach, wenn wir da hochkommen. Gut, dass ich das habe, was? Ein Teil, ne? Perfekt. Danke. Gut, dass Nate ein kleiner Kletteraffe ist. Gut, dass ich den getroffen habe. Wichtig. Jetzt komm. Okay, okay, ich komme. Der Schein würde reichen. Wenn er jetzt einen Aufzug nimmt, dann... Und ich muss gerade gucken, dass ich da irgendwo einen Weg finde, der jetzt da hochführt. Ah, der nicht, okay. Moment. Da muss auch irgendwo... Ach ja, vielleicht soll ich hier... Mal... Oh. So, ich wollte gerade sagen, da liegen noch so noch ganzen Wächter. Aber die haben wir ja geschafft. Die haben wir ja schon ausgeschaltet. Wir sind jetzt oben. Wie viel haben wir denn? Haben wir hier noch irgendwo?
Was? Na, super. Ich war da oben schon. Wir sollten noch tunlichst vermeiden. Tunlichst vermeiden, da die Glocken zu betätigen. Moment. Oder geht das eher auf die Seite? Da ist ein Schatz. Oder habe ich das falsch gesehen? Ja. Haben wir auch. Was haben wir denn noch gefunden? Ein Springer aus Elfenbein. Schatz Nummer 3. Ich überlege gerade, ob wir hier irgendwie richtig sind. So. Hey, Kollege. Ach. Wäre zu einfach gewesen. Gehen wir hier durch. Okay, da ist der Turm. Ist nicht mehr Wein. Für die Info, Schlaumeier. So, gut, dass die keine Scharfschützen oder sonst irgendwas in dem Museum. So, ich muss nur gleich mich orientieren. Also, hier kommen wir her, genau. Okay, dann müssen wir hier weiter. Dann geht's hier wahrscheinlich durch. Oh, da unten ist noch ein Pfeil. Kann ich hier nicht ausschalten? Nee. Habe ich nicht alle weggeholt unten? Oder sind das jetzt wieder neue? Ja, yeah, alles gut. Und das fällt ja nicht auf. Scheint wohl neu gewesen zu sein. Okay, ja. Nochmal, du bist oben. Ach so, du willst da hin. Gut zu wissen. War mal. Einer unter dir, einer unter dir. War das jetzt wegen dem Typen oder was? Dass ich den jetzt, runtergeworfen habe oder was? Ich weiß nicht, was du meinst, aber okay. Gute Nacht. Dauert einen Moment, bis die Wirkung trifft. Und dann geht der kleine Kollege schlafen. Und yeah, war ja. Fast geschafft. Ja, aber warum ist das Licht an? Chloe kümmert sich drum. Keine Sorge. Na, hoffe ich mal.
an, wenn es so hell ist. Was macht sie denn? Komm schon, Chloe. Ja. Braves Mädchen. Achso, du machst doch das Ding auf. Ups. Okay. Alles klar. Ich wollte noch was ausprobieren. Gut, dass ich die. Ja. Ladies first. Nett. Auf geht's. Gute Nacht. Da ist es. Und da ist die Alarmanlage. Und die ist so eingestellt, dass wir nur das Glas berühren müssen, damit sie losgeht. Kein Problem, Mann. Voilà. Okay. Haben wir auch das Richtige? Ja, das finden wir am besten gleich raus. Sorry, Marco. Des Jahres. Das ist es. Alles für den Arsch, oder was? Das Licht des großen Kahn. Warte mal. Was machst du da? Das ist Harz, das brennt. Und gib mir dein Feuerzeug. Hältst du das für eine gute Idee hier drin? Komm schon. Sehen. Unsere Schiffe trieben durch die Flut in die Wildnis von Java. Hört sich nach einem Tsunami an. Ja, irgendwo im Westen von Borneo. Oh gut, das könnte sein. Hier. Irgendwo bei diesem Berg müssen sie auf Grund gelaufen sein. Mit dem Berg finden wir die Schiffe. Ja, klingt logisch. Moment, noch was. Was war? Als wollte das Meer selbst die grausame Fracht abwerfen, die wir mitbrachten aus Shambhala. Der Fluch von Chintamani. Und das sagt dir was? Shambhala. Verdammt, Flynn. Was? Marco Polo von Shambhala. Shangri-La. Du machst Witze. Wenn sie den Chintamani-Stein hatten, ist er vielleicht noch da. Das ist ja wirklich spannend, aber wir müssen jetzt los. Ja, ich komme ja schon. Was soll das? Sorry, Nate. Hier trennt sich unser Weg. Aber was ist mit unserem Plan? Nein, das war dein Plan. Ich habe jetzt meinen eigenen. Komm schon, wirf jetzt das Seil runter. Tja, Nate, damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet. Nicht wirklich. Du hast nämlich eine Kleinigkeit übersehen. Partner. Und, willst du mich jetzt erschießen? Nein, ich muss dich nur für eine Zeit aus dem Verkehr ziehen. Mist! Meinst du, ich hätte nicht sofort von den Schiffen gewusst? Jedes Kind hätte das herausgefunden. Ach, Flynn, hör mal. Jetzt sieh's endlich ein. Das war's für dich. Ah, noch nicht. Die Wachen brauchen doch einen kleinen Vorsprung. So, jetzt geht's los. Nichts für ungut, ja? Was ein Drecksack. Scheiße. Okay, okay. Denk nach, Nate, denk nach.
Caktadır. Hırsız. Hier ist ein. Und tschüss. Ja, hier lang. Okay, konzentrier dich, nee, konzentrier dich. Buyo ne kaçtı? Öldürmek için ateş edin. Kaçıyor. Vurun onu. Durdurun onu. Ich hier bloß raus. Würdürün onu. Na bitte. Onu görüyorum. Ich muss zu der Leiter. Wir sind da hoch irgendwie, glaube ich. Tschüss, man sieht sich. Yakalayın onu. Ups. Verdammt. Du hast eine Kleinigkeit übersehen, was, Partner? Was? Sie ist ein... Drei Monate später. Verarscht. Ach, wirklich. Hey, hey, hey. Hau ab, du verdirbst uns die Show. Ach, wie schade. Sully. Dich kann man keine Minute allein lassen. Hey, Sully lebt ja noch. Wie läuft deiner? Gar nicht mal so gut. Naja, ich musste ein paar Leute schmieren. Dein ganzes Geld verbraucht. Und eine Menge von meinem. Junge, du stinkst. Ja, fast so schlimm wie deine Zigarre. Ja. Wie hast du mich gefunden? Ja, mich hat jemand um Hilfe gebeten. Hallo, Nate. Oh nein, nein. Warte mal. Sully, wirf sie raus und schließ ab. Hier sind wir sicher vor ihr. Jetzt warte doch mal ab. Hör sie an. Danke, Victor. Nix für ungut, Sully. Deine Menschenkenntnis lässt zu wünschen übrig, besonders wenn es um Frauen geht. Hast ja recht, aber egal. Oh Gott. Oh nein, ist gar nicht übel. Hier, ich habe meinen eigenen Eimer. Mm. In der letzten Zelle gab es einen für 8. Hör zu, und Nate. Weißt du was, es ist echt nett, dass du vorbeischaust. Aber wenn du und Flynn mich nicht reingelegt hättet, hätte ich die letzten 3 Monate nicht in diesem Drecksloch hocken müssen. Also entschuldige bitte, wenn ich dir nicht gleich um den Hals falle. Ich hatte nichts damit zu tun. Klar. Ich sag doch, er hört mir nicht zu. Pass auf, Nate. Sie haben die Schiffe gefunden. Auf Borneo? Ja. Und der Chintamani-Stein? Woher weißt du davon? Glaubst du echt, Flynn hätte das allein rausbekommen? Gutes Argument. Nein, den haben sie noch nicht. Wer sind denn sie? Flynn und sein Klient, Lazarevich. Na, du weißt schon, der Spinner. Die beiden stecken unter einer Decke. Also gut. Wenn sie den Stein noch nicht haben, bleibt uns doch Zeit. Du bringst uns in die Ausgrabungsstätte. Wir schnappen ihnen den Schatz vor der Nase weg. Sie werden es nicht mal mitkriegen. Tja, Rache ist süß, Leute. Hier, er wurde der Wunschedelstein genannt. Er ist eine Reliquie. So wie Buddhas heiliger Gral? Genau. Danke. Sully, hör dir das an. Im Königreich Shambhala ruht das Kostbarste, was diese Welt zu bieten hat. Ein perfekter Saphir von tiefstem Blau. Größer, als dass ihn ein Mann umfassen könnte. Der muss Millionen wert sein. 100 Millionen. Und da gibt's noch mehr? Und ob für die Tagebücher von Marco Polo, musste Lazarevich ganz schön was hinblättern. Er sucht den Chintamani-Stein seit Jahren. Wenn er auf Flynn setzt, ist es kein Wunder, dass er ihn noch nicht gefunden hat. Mit Lazarevichs Papieren kann ich den Stein finden. Jetzt noch mal halblang, Korbe. Das ist nicht so einfach. Die Papiere sind in seinem Zelt. Und das Zelt steht mitten im Lager. Das ist wie das verdammte Pentagon. Da sind Soldaten. Überall. Tja, deshalb muss das auch jemand machen, den sie kennen. Und jemand, dem sie vertrauen. Oh. Okay, langsam fällt der Groschen. Du musst sie nur ablenken. Verschaff mir 5 Minuten im Zelt. Mehr brauche ich nicht. Echt? Nur 5 Minuten? Ist ja toll. Dann muss ich mich ja nicht mal ausziehen. Ich dachte, da mehr an eine Explosion, Chloe. Auch gut.
Das lässt sich arrangieren. Machst du mit? Teufel, ja. Was für eine Frage. Borneo. Chloe, hörst du uns? Laut und deutlich. Ich bin gleich da. Kapitel. Okay, ich habe überall um das Lager Sprengladungen verteilt. Ihr beide müsst sie nur scharf machen. Kapitel Nummer. Genau vor euch. Kapitel Nummer 3, Borneo. Und ich würde sagen, wir machen hier ein Folgenprojekt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf jeden Fall. Und ja, dann schauen wir mal, wo die Papiere da beschafft bekommen. Bis dann. Ciao.